Den hätte ich da vor diesem Klappstuhl gekickt mit Kung Fu. Sie gibt ihm die Schuld zurecht in diese Situation, aber sie lässt es mit sich machen. Und das ist der springende Punkt. Und darüber handelt mein Kanal, mein Buch, mein Alles. Lasst euch das nicht gefallen. Egal wie schwer es ist, sie müsste hier aufstehen und gehen und sagen, das war's. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht heute weiter mit Sommerhaus Folge 5. Ja, was haben wir denn da gesehen? Ne? Also viele, viele Dinge haben wir gesehen. Ich werde mich heute sehr um den Bauern kümmern und seine holde Maid, leider. Das Ding ist zum Thema Erik Sinnermann. Ich habe da mit ein paar YouTubern mich ausgetauscht. Und ja, viele sehen das, ja, Erik provoziert den Streit und für Sendezeit geht ja gar nicht. Und ich sag euch eins, Freunde, für Sendezeit tun ja alle das. Weil sie gehen ja da rein, um Sendezeit zu bekommen. Der eine heult, der andere schreit, der eine provoziert etc. Es ist cringe. Ich habe auch, also sehe ich ganz genauso. Ich finde das cringe, wie Erik das macht. Aber ich habe zu allen YouTubern gesagt, mit denen ich Kontakt habe, er macht es aber mit Mario Basler. Er macht es mit keinem Schwächeren, mit keinem Kleineren, Jüngeren, mit keiner Frau. Er macht es mit Mario Basler und fordert Mario Basler heraus zum Streiten. Ich fand es sogar amüsant. Weil eigentlich hat Erik das so offensichtlich cringe gemacht, dass ich gedacht hätte, Mario Basler hat ein bisschen mehr Hirn und liest direkt, was los ist. Mario Basler steigt voll drauf ein, seine holde Maid. Da war ich ein bisschen geschockt und auch sehr interessant zu sehen, wie asozial sie aus dem Fenster schreit und Erik als Xa bezeichnet. So, ne, also, aber da, ja, ne, das, deswegen, das ist eigentlich nicht so interessant. Interessanter ist hier vielmehr die, meiner Meinung nach, sehr krankhafte Beziehung, die die beiden, die Bauern und seine Frau führen. Das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Mir tut sie auf jeden Fall, sage ich vorab, schon sehr, sehr, sehr leid. Und eigentlich ist das wieder so ein Ding, man versucht, sie wachzurütteln. Und ich hoffe einfach, dass sie irgendwann wach wird von alleine und sieht, was er für ein Mensch ist. Und all das gucken wir das gemeinsam an. Holt euch was zu snacken. Es wird toxisch. Das Wort mögen wir nicht mehr, aber so ist es nun mal halt. Also, nachdem die große Exit-Challenge war, Kader versus Steffen Dürr, also beide Paare, ja, war es eigentlich für mich wie zu erwarten, dass Steffen Dürr da gewinnt, weil diese beiden sind halt einfach fitter, ne? Und ja, leider ist dann Kaderlot raus. Das Ganze könnt ihr euch auf RTL Plus anschauen, das ganze Körbchen da. Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und dann geht es hier weiter. Thema Bauer. Mein favorite Thema heute. Patrick heißt er ja, aber wir nennen ihn alle immer bei dem Beruf, ne? Aber er heißt eigentlich Patrick. Was da auch schiefgelaufen ist, ne? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Achtung. Wenn du jetzt so hier bist, dann verbringst du ja viel Zeit mit ihr, ne? Das hast du so normal nicht, oder? Doch, ich muss schon sagen, wenn wir uns eigentlich, also wenn wir uns sehen, dann schon längere Zeit. Und deswegen. Aber meistens kommt sie dann. Das stimmt eben nicht. Ich frage nur. Nee, nee, aber das behauptet immer Antonia auch, ich muss immer kommen, sowas sieht. Antonia ist wirklich seltenst bei mir. Wirklich, weil. Okay, seltenst bei dir, okay. Ich brauche es halt nicht so unbedingt. Mhm. Weil für mich ist das immer Stress und oh, jetzt kriege ich schon böse Blicke. Ja, warum du wohl böse Blicke bekommst von ihr, das verstehe ich auch nicht. Also das können wir alle nicht nachvollziehen, oder? Ich verstehe also. Als allererstes, ja. Nee, okay. Warte, gucken wir uns erst noch weiter an, Freunde. Du musst leiser reden. Ja, du musst leiser reden. Dann kannst du weiter über deine Frau hetzen und herziehen. Aber, ja, ihr habt nachher schon auch ein bisschen Angst, sag ich jetzt mal, dass wenn Antonia halt zu mir zieht, dass ihr zum Beispiel jetzt da unten, wo ich wohne, dass ihr da nicht so richtig Anschluss findet. Da hast du natürlich Angst, ne? Ja, was mache ich denn dann hier in Genf? Andere Sprache sogar noch. Ganz fremde Menschen. Man ist ja überhaupt nicht selbstständig heutzutage, man, oh. Wo ich mir einfach noch ein bisschen so Gedanken mache. Okay. Antonia ist jetzt ja auch nicht so der Typ für irgendwelche Mädels klicken oder sowas. Ich auch nicht. Ich bin da teilweise einfach auch nicht bereit, schon 24 Stunden in Kaspar zu spielen, oder? Das ist nämlich das Problem. Du hast einfach keinen Bock, dass deine Frau 24/7 um dich herum ist. Und dann, spätestens dann, liebe Leute, wirklich, folgt meinem Rat, sollte man sich fragen, ob das der richtige Partner dann ist. Klingt für einige vielleicht, ja, aber nein,
Es ist einfach so. Klar, man braucht seine Freiheiten. In Corona-Zeiten, wo 24/7 der Patrick zu Hause war und nicht im Training irgendwo war, da ein Spiel hatte oder so, da habe ich auch mal gesagt, nach 3-4 Monaten, fahr doch mal zu deiner Familie nach Frankfurt. Tu mir doch mal den Gefallen für 2-3 Tage, ja? Ich habe ja kein Elternhaus mehr, wo ich hinfahren könnte, sonst hätte ich das getan, ja? So, aber sind doch alle berufstätig, die sehen sich ja nicht 24/7. Wo, also, what the heck? Ja, was bist du nicht? Hä? Was? Bin ja nicht bereit, dann 24 Stunden den Carsport zu spielen. Ach so. Wie erniedrigend muss das sein, dass der eigene Partner das über jemanden sagt, oder? Weißt du, was ich meine? Nein. Nee, wir alle nicht. Eklig. Geht nicht, ey. Ja, ich habe auch mit dem Kopf geschüttelt. Ich glaube, ihr auch, oder, Freunde? Geht nicht. Wie kann man denn hier drin nur lästern? Ja. Ich lästern? Vor allen Dingen über seine eigene Frau. Illoyal, respektlos, demütigend. Fallen mir nur diese drei Wörter ein. Das ist auch gar nicht, also, nee, das ist hey, wo lässt sich denn? Nein, der Sascha auch so, nein, wir lästern doch gar nicht. Hey, du musst leiser reden, dann versteht die das nicht, dann hört die das nicht. Otto und Sascha, und was sie über sie geredet haben, und dann beide so, nein, wir lästern doch beide nicht, nein. Ich verstehe aber auch dann die Antonia nicht, dass sie dann, also, ne, wir wissen ja alle, dass immer jeder sein Päckchen hat, warum er mit einem Partner zusammen ist. Ich persönlich aber würde ihr wirklich empfehlen, Ciao Kakao zu sagen, wirklich. Nein. Aber ist trotzdem schon ein bisschen hart, was du sagst. Was? Dass 24 Stunden mein Kasper zu spielen. Ja, dass du so genau, wollte ich gerade sagen. Weil danke, dass Yvonne hier endlich mal auch die Zähne auseinanderbekommt und etwas sagt und Partei für die arme kleine Antonia ergreift, ja? Weil du musst sie doch nicht beschäftigen. Ja, danke. Das Thema steht ja irgendwo immer im Raum, sag ich jetzt mal. Aber ich weiß auch gar nicht, wie da immer jeder drauf kommt, okay? Im Moment funktioniert doch die Fernbeziehung auch, also. Ja, du kommst wahrscheinlich gerade einmal im Monat für ein paar Spielchen und dann ist es doch gut. Dann funktioniert doch für mich super, oder? Aber 24 Stunden den Kasper zu spielen, nee. Oder sie irgendwie, nein. Dafür sind Frauen nicht da. Mhm. Mit dem 24 Stunden den Kasper meine ich jetzt auch im Prinzip, dass Antonia... Ja. Ist ja dann auch 24 Stunden zu Hause. Das ist ja auch gar kein Problem. Also mir ist ja auch egal, ob nachher Antonia da 8 Stunden arbeitet. Ich bin auch zu Hause. Ich arbeite von zu Hause aus sogar. Trotzdem schlagen wir uns nicht die Köpfe ein. Trotzdem streiten wir uns nicht. Und trotzdem wollen wir 24/7 aufeinander sein. Und wir sind seit 3,5 Jahren zusammen. 24/7. Inklusive Corona-Zeit. Geht ohne den ganzen Tag nichts zu. Aber sie muss halt, sag ich mal, soweit oder insofern einfach akzeptieren, dass ich es halt muss. Hä? Gut, aber das weiß sie ja, ne? Ja, das weiß ich doch auch. Ja, was ist das für ein Gespräch? Freunde, was ist das für ein Talk hier? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin nicht erst seit letzter Woche mit dir zusammen. Vor allem am Ende des Tages. Was? Aber du kommst ja schon oft um die Ecke und sagst, du Schatz, wann sehen wir uns wieder? Und ach, da ist zu viel verlangt. Schatz, oder? Den Partner zu fragen, wann sehen wir uns immer wieder, Schatz? Mensch! Das geht zu weit, genau. Patrick, das geht? Sagt es, es geht zu weit, den Partner zu fragen. Wann sehen wir uns denn mal wieder? Wann gehen wir denn in den Urlaub? Ja, Schatz, nein. Also, das nächste Mal, wenn ich frage, wann fahren wir in den Urlaub, weißt du Bescheid. Okay. Geht nicht. Und wenn du mich fragst, wann, wo, nein. Das nervt mich. Urlaub steht dir nicht zu und schon mal gar nicht, wenn du als Frau fragst. Also ich. Ja, boah, ist das lächerlich. Wenn sie jetzt bei dir ist, ist sie Gast. Aber wenn du da wohnst, dann wohnst du da und dann kannst du machen. Auch wohl. Dann hast du. Wenn du in deinen eigenen vier Wänden bist, dann fühlst du dich ja wohl. Genau. So, dann ist ihr auch egal, wo du bist, weil sie ist zu Hause. Dann kann sie auch machen, was sie will. Ja, ist schon richtig. Nur du musst dir mal klar werden, ob du das so allgemein auch wirklich so willst. Danke, richtig gesagt. Yvonne kriegt die Zähne auseinander und dann kommt da auch wirklich mal was Gutes raus. Stark. Weil wenn man so zweifelt und so und ja und dies und das und so, da verstehe ich gar nicht. Entweder man ist so voll verliebt und sagt, komm, das mache ich jetzt. Das ist... Genau. Hat sie recht, absolut. Das ist schon, schon konkret, aber man muss natürlich sagen, Antonia hatte tatsächlich... Da hätte ich ja gar keine Zweifel. Nein, Antonia hat ja schon anderthalb Monate mal unten gewohnt. Okay. Okay. So, okay. Und trotzdem ist sie nicht zu Hause. Was? Ja, ich war halt in einer Ferienwohnung. Ja, okay, aber. Die war in einer Ferienwohnung.
Wir haben das richtig verstanden. Mhm. Nicht bei ihm zu Hause, in einer Ferienwohnung. Also ich glaube, die beiden haben eine ganz tolle Beziehung, oder? Aber das war ja wie zu Hause. Ja, nein, das ach so, das ist nicht zu Hause. Sie gibt ja quasi ihr ganzes Leben für dich auf. Ja. Ja. So musst du denken, weißt du? Ja, da dürftest du ja nicht zweifeln. Eben. Sie müsste ja nur eigentlich zweifeln. Genau, wenn jemand zweifeln müsste, eigentlich, dann wäre sie ehrlich, ne, wenn man jung ist, man hat keine Kinder, nichts und so, ne, dann zieht sie zu dir und irgendwann siehst du, das klappt nicht, okay, dann kann ich immer noch wieder ausziehen. Aber die Frage stellt sich für mich hier, warum will sie mit so einem Mann wie mit ihm zusammen sein? Der sie nicht das erste Mal demütig im Fernsehen. Das macht er ja schon öfters, schon länger, wissen wir alle. Warum? Was will sie von dem? Spätestens doch hier in diesem Format hätte sie sehen müssen, der Typ ist eine glatte Null in puncto Beziehung zu ihr. Der liebt sie nicht richtig. Kann man sich hier denken, also da sieht ihr am Blinder mit dem Krückstock, eine wahre Liebe tut das nicht. Eine richtige Liebe, eine ernst gemeinte, respektvolle Liebe. Und er war schon öfters respektlos zu ihr. Der hat ihr, oder kommt das in der Folge noch? Ich glaube, das kommt noch. Gucken wir uns an. Na, ich gebe schon halt vieles auf und hoffe dann natürlich auch im Gegenzug, dass er mir ein bisschen entgegenkommt und ein bisschen mehr Zeit für mich einplant. Ja, nein, ein bisschen. Das meine ich immer. Freunde, verkauft euch nicht unter Wert. Der Mann muss euch den Hof machen schon. Also es muss mindestens 50-50 sein. Ich bin ja davon der Überzeugung, dass der Mann sogar noch mehr tun sollte. Ja, so, aber mindestens 50-50. Aber wenn man sich mit zufrieden gibt und sagt, ja, da sollte mir ein bisschen entgegenkommen, ein bisschen Zeit für mich. Hör mal zu. Geht? Wie wenig muss man denn so Selbstwert haben, dass man, also Selbstwert kennt, dass man sich mit so, also nicht sie, sondern allgemein bezogen, dass man sich mit 10% zufrieden gibt, mit zufrieden gibt. Ja? Schade. Hübsche Frau, junge, hübsche Frau und gibt sich mit seinem Mann ab, der sie so demütigt. Schade. Ich habe da immer einfach so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe einfach momentan ganz andere Verpflichtungen, okay? Und das wäre dann im Prinzip einfach ein Projekt, was mich nochmal so viel Zeit kostet. Eine Beziehung ist für ihn ein Projekt, was ihn so viel Zeit kosten würde. Oh, Freunde. Freunde, hat der irgendwo an was... Wenn man an Dingen riecht, wird man dann high? Ja. Ein bisschen vielleicht. Anders kann ich mir das echt nicht erklären. Weil ich sagen würde, wo soll ich das denn alles machen? Da brauchst du einfach auch eine Partnerin, die dafür Verständnis hat. Das sind einfach so Prämissen, die muss man dann halt auch irgendwie eingehen. Kannst du eigentlich auch mal irgendwas Nettes zwischendurch sagen? Was? Schatz, ich sag dir doch nichts. Was glaubst du, warum ich hier sitze? Schatz. Weil ich dich bis da vorne an Tisch, Schatz, ich sag doch meinen Namen die ganze Schatz, Zeit ich will dir doch nichts Nettes sagen. Ich verstehe nicht, warum du diese Beziehung hier so in den Dreck ziehst. Ich zieh doch gar nichts in den Dreck. Vor laufender Kamera erzählst du, wie ich eigentlich bin. Warum bist du Scheiße? Und die Frage, warum bist du hör mal zu, den hätte ich da von diesem Klappstuhl gekickt, mit Kung-Fu, voll in den Rachen reingekickt. Aber die Frage ist hier, klar, sie gibt ihm die Schuld, zu Recht, in diese Situation, aber sie lässt es mit sich machen. Und das ist der springende Punkt und darüber handelt mein Kanal, mein Buch, mein alles. Lasst euch das nicht gefallen. Egal wie schwer es ist, sie müsste hier aufstehen und gehen und sagen, das war's. Das war's. Und jetzt schleich dich, weil er zeigt eindeutig seinen, meiner Meinung nach, sehr schlechten und ekligen Charakter ihr gegenüber. Also uns allen. Ist ja für die Öffentlichkeit bestimmt, ja. Er weiß ja, dass wir alle zusehen. Du weißt genau, was ich meine. Nein, du sagst dann sag's das mir nicht, aber du tust so. Nein, ich sag das nicht. Du sagst nur Kontrast. Also du sagst gerade nur Kontrast. Ja. Und wenn du nicht mit mir zusammenleben willst, dann sag es doch einfach, okay? Doch ja. Das ist doch. Ich sag doch. Nee, für ein bisschen gespielt sein reicht es ja im Monat. Aber zu mehr reicht es aber auch nicht. Hm? Oder? Was meinst du, Patrick? Ich sag doch gar keine. Warum denn? Ich sag doch gar kein Kontra. Muss ich sag man doch denn solche Themen jetzt hier besprechen? Muss man das hier jetzt so detailliert auspacken? Nein, aber Schatz, du stellst mich immer... Nein, aber Schatz, nein. Nein, muss man nicht. Punkt. Aber dieses Aber... Ich mir immer so hin, dass es alles nur an mir liegt und ich mach das mit Absicht und sonst was, okay? Ja, vielleicht solltest du dich auch mal ein bisschen hinterfragen. Ich hoffe wenigstens die YouTube-Videos, die gegen dich sprechen, helfen dir ein bisschen mehr zu reflektieren, was da los ist bei dir. Das ist doch jetzt einfach. Danke. Aber wenigstens haben endlich hier wirklich Sascha und Yvonne die Zähne auseinander bekommen. Einfach mal Abend, danke. Die ganze Zeit kommt da so ein Druck von allen Seiten und dann wird Antonia immer so bekräftigt. Hä? Nein, Druck kommt nur, weil du schwammig bist und unehrlich bist. Aber auch, weil sie es mit sich machen lässt, ne? So rennt euch aber die Zeit davon. Uns rennt überhaupt gar keine Zeit davon. Ja, aber du gibst dann immer, finde ich, dem Gegenüber, wenn dich jemand fragt, so, hey, wann ziehen wir zusammen? Da habe ich immer das Gefühl, frag Patrick.
Gott sei Dank wird die Leid. Ja, und wenn man, damit man erst gar nicht in diese Opferposition kommt, tut man das gar nicht erst. Und das versuche ich euch immer beizubringen. Weil erst nachdem dieser Schalter bei mir Klick gemacht hat, vor 8 Jahren, erst dann konnte ich ja ausgeglichene und schöne und harmonische Beziehungen führen. Ja, das muss man einmal verinnerlichen. Dann war ich mal wieder Hasenläuft. So, und dann legt sich Erik halt irgendwie mit allen an, weil ich habe es, glaube ich, in der Anmoderation gesagt, da musste ich leider stoppen, da hat die Kamera gestern gestrikt und nehme heute den zweiten Teil hier auf, wenn ich mich wiederhole, entschuldigt. Und zwar, Erik spielt halt komplett auf Sendezeit. Das ist cringe, finde ich auch, aber das ist das, was aber alle tun eigentlich. Dafür sind sie im TV. Erik macht das Ganze nun nicht subtil. Er macht es leider zu offensichtlich und dadurch wirkt es auf viele unsympathisch und cringe. Wenn man das aber weiß und weiß ja auch, mit wem er sich anlegt, er sucht sich, wie gesagt, keine Schwächeren, keine Kleineren, keine Jüngeren, keine Frauen, sondern er fordert Mario Basler heraus. Wenn er es nicht vertragen kann, wer dann? Ja? Und dann seine Ehefrau polterte heraus, du Arschloch, und macht da einen auf Beleidigung und er auch, Matthias, muss das sein? Wir wissen doch, Erik macht auch Sendezeit. Muss das sein? Dann sei doch schlauer. Ja? Und das finde ich halt auch so ein bisschen cringe. Das Ganze ist aber für uns unterhaltsam und das ist das, was Erik liefert für uns. Unterhaltung, aber nicht auf Kosten von Schwächeren oder Frauen oder Jüngeren. Oder hetzt die Gruppe komplett auf ihn. So, er versucht ihn klar zu Fall zu bringen und so, weil er ganz genau weiß, wie viele hinter ihm stehen. Und das zeigt für mich von wirklich Selbstbewusstsein, dass der Kerl hier versucht, einen Mario Basler in die Ecke zu drängen, beziehungsweise ihn herauszufordern. Und ich sehe es halt einfach so. Und ich weiß, dass viele, ich habe viele Reactions mir ein bisschen angeschaut, aber ich sehe es halt einfach so. Ja, was da nämlich auch dann gleich für eine Gruppendynamik entsteht, wo sich auf einmal alle einmischen und zu Cutter halten und so. Die haben alle einen an der Waffel, was mit ihrer Beziehung, die haben alle Beziehungsprobleme, sein Urgroßvater, wie gesagt, der Bauer denunziert und beschmäht seine holde Maid, der Sascha und Yvonne, was ist das eigentlich, ne? Und Mario Basler und seine holde Maid, da wollen wir auch nicht drüber reden. So, und die mischen sich alle ein und wollen Erik und Katha, beziehungsweise wollen Erik belehren, wie er sich seiner Frau gegenüber zu verhalten hat. Aber dass Mario Basler und der Bauer Patrick sich gegenüber den ihren Frauen richtig ekelhaft und herabwürdigend der Frau gegenüber verhalten, ja, das blenden die dezent aus. Und das vergessen dann einige, ich nicht, ja. Nicht sagen, dass ich den Maul halten soll. Ja, aber warum trotzdem. Machst du? Jetzt kommst du hier vom Fenster rein. Warum? Ich wollte dann auch nicht mit ihm diskutieren, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, weil ich hab's ja jetzt auch verstanden. Wenn irgendwo was ist, muss ja Erik dabei sein, weil das wird ja gezeigt. Ja. Nein, der kriegt unsere Aufmerksamkeit nicht. Also der soll er sich mit irgendwem anders diskutieren. Ich helfe ihm nicht dabei, dass er dann eine schöne Szene hat. Genau, für das ist Theaterstück. Sind wir auf jeden Fall. Müsst ihr euch vorstellen, Erik hat bisher von den anderen Kandidaten niemand was getan. Er hat nur Mario Basler herausgefordert. So, und das ist. Und die ganze Gruppendynamik ist halt aber leider einfach so. Mario Basler, seine holde Maid, Sascha mit seiner Holden und der Bauer Patrick mit seiner Holden. Außer die holde Frau. Bauer, ich und Namen, entschuldigt. Gehen die alle permanent auf Erik rauf und auf andere. Ja, die sind eine eingeschworene Gruppe. Und das finde ich so ein bisschen eklig. Ja? Weil die Falschen für. Wo sind wir denn hier? Und ich finde es echt schade, dass ich jetzt dafür wieder irgendwie kritisiert werde. Toll, Yvonne und Sascha. Nee, ist okay. Na gut, das ist halt Sendezeit. Ich finde es einfach amüsant. Ich finde es nicht eklig oder herabwürdigend oder gar nicht. Ich finde es einfach lustig. Der macht sich hier zum Horst, absolut. Aber es ist für mich nichts so Schlimmes, charakterlich Verwerfliches, dass wir über ihn hierher ziehen müssen. Und dann wäre ich auch noch beleidigt mit halt dein Maul. Das ist ja keine Beleidigung. Aber ist okay. Ja, der hat andere Dinge an den Kopf geworfen bekommen, ne? Wenn er mich schon so anguckt, ne? Er provoziert natürlich. Patrick sagte auch, ob wir es gesehen haben, der hat ein provozierendes Gesicht. Exakt. Klar, hat er auch. Das weiß der auch. Und der macht für uns Show, ja? Ich würde die aber auch genauso angucken, muss ich dazu ehrlich sagen. Ich kann auf die alle nicht, auf diese 2, 3 Pärchen. Ich würde es aber geschickter machen, nicht wie Erik, aber er will uns Sendezeit geben. Und jetzt passiert genau das, was seit Tagen passiert. Die zwei kapseln sich wieder. Genau wie es 1, 2 Leute gesagt haben. Pass mal auf, wenn er sich gesagt hat.
Wirst du sehen, sollte er dich safen, dann ist er wieder ein anderer Mensch. Der, weißt du, der Satz vorhin, den fand ich bloß wieder so unangebracht, als er direkt gesagt hat, ja, ich habe leider gestern wieder die falsche Entscheidung getroffen und auf Cutter gehört. So, weißt du, wollt ihr schon wieder die Schuld auf Cutter? Schuld zuschieben. Ja, deswegen bin ich sogar aus dem Fenster fast gesprungen. Ich sag da, wo sind denn deine Eier, Junge? Ja, aber Liebchen, ne? Das solltest du dich auch mal dich selber fragen, ne? Wo sind deine eigentlich, ne? Man kann ja immer mal was sagen. Man nimmt ja auch nicht alles für Goldbarre, aber ja. Er provoziert jetzt gerade. Ja, und das ist, und damit komme ich nicht klar. Ja, das stimmt halt. Das ne? Schlimmste auf der Welt, was es gibt, ne? Nee, der schießt sich jetzt selber raus. Also ich fühle mich gemobbt. Schatz, du hast auch was gemacht. Ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich gemobbt. Der Ältere, ich fühle mich gemobbt. Ich find's einfach funny. Was das ich habe nichts gemacht. Vielleicht, weil ich ihn. Ich kenne ihn nicht so. Ne? Und viele werfen mir jetzt dann vor, ja, aber du bist parteiisch. Nein, ich habe nur einmal ein Gespräch mit ihm gehabt und kenne seine Art ein bisschen. Und deswegen muss ich lachen. Ja? Ich werde nie parteiisch sein, wenn einer Sch***, dann wird das hier durch den Fleischwolf gedreht. Aber ich sehe es halt einfach nicht. Soll ich da zulegen, wenn es okay ist? Nein. Nein. Und er macht es trotzdem. Gut, Freunde. Und dann geht's hier weiter mit dem Herrn Bauern Patek und seiner holden Maid. Und da versucht er ein wenig zu gaslighten. Achtung. Oh ja, Baby. Komm mal her, Baby. Das ist mein gebärfreudiges Becken. Das ist mein gebärfreudiges Becken. Geht bei dir? Also subtil, dass sie breit gebaut ist? Dass sie breit ist, sollte das heißen? Oder was meinst du damit? Ich weiß es nicht. Wisst ihr das? Du kriegst schon wieder einen Knutschfleck. Was ist denn gerade wieder los mit dir? Was? Das habe ich mich auch gefragt, was los mit dir ist. Ich liebe dich jetzt gerade, Schatz. Kannst du einfach normal sein? Ich liebe dich jetzt gerade einfach. Du liebst mich nicht, Schatz. Du liebst mich nicht, weil sie es sich nicht gefallen ist, dass er sagt, gebärfreudiges Becken, die macht dir jetzt einen Knutschfleck. Was ist das? Ich hätte das auch. Sie sieht das. Sie sieht das einfach, aber lässt es mit sich machen. Schau. Und jetzt dreht er den Spieß nämlich rum, um ihr ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie sich nicht so behandeln lassen will. Bin ich echt traurig. Dann steh doch auf. Ich bin jetzt echt traurig. Dann steh auf und geh weg. Verpiss dich. Schatz, dann muss ich mir das auch nicht tun. Was machst denn du? Nö, jetzt nicht mehr. Nee, das ist blöd. Was du sagst, ne? Das ist blöd. Oh mein Gott, der schickt die jetzt weg. Warum nicht? Der schickt die jetzt weg. Der schickt die einfach weg, weil ich dachte, mich tritt ein Pferd. Das Fernbeziehungsmodell hat sich bisher ja auch bewährt. Genau. Und das ist das. Der holt die ran, wenn er was für sich gebrauchen möchte und schickt die weg, wenn sie halt das hinterfragt oder sagt, hör mal, wie behandelst du mich? Wie redest du mit mir? Kannst du doch mal bitte normal sein? Was zu Recht sie tut, ja. Kaderlot und Partner ziehen aus und dann geht's hier weiter. Mit den beiden, wie er sie wieder bloßstellt. Er hat permanent den Drang, sie zu piesacken. Und das im Fernsehen. Ich finde das einfach so unangenehm. Achtung. Mal wieder so einen richtigen Kuss. So ein bisschen. Du alles zu Hause. Knutschen. Mal wieder die ganze sexy Antonia. Das, was ich sagte, der will halt nur das von ihr, das Weibliche, wenn er es will. Jetzt packt er der hier am Hintern. Erstmal nicht schlimm, aber Achtung, was er jetzt macht. Der findet das einfach witzig. Sie möchte das nicht. Ich hätte damit kein Problem. Wir wissen, aus welchem Milieu ich komme, was ich getan habe. Aber nicht jede Frau ist so. Und man sollte das respektieren, dass sie nicht ihren Hintern zeigen möchte im Fernsehen. Warum tut er das und lacht sich darüber tot? Was soll das? Was ist das für mich für ein Mann? Also ein Partner. Das macht man auf beiden Seiten nicht. Muss sowas sein? Ja, das fragen uns alle. Ich bin schon wieder dumm einfach. Ja, ist auch. Ist auch. Schatz, du hast einen schönen Hintern. Und schreit das da durch dieses Ding. Oh Gott, ist das eklig. Während beim Landwirtschaft eine gewisse Partnerverschnupfung herrscht, brennt bei den Altvorderen unentwegt das ewige Feuer der Leidenschaft. Die Anheizerin schürt die lodernde Glut fürs Räuchermännchen. Wir können noch mal hinter der Palme knutschen. Wer will hinter der Palme knutschen? Ich wollte gestern hinter der Palme knutschen. Lass mich von dir nicht denunzieren. Denunzieren. Mario ist on fire. Gefährlich nur knutschen. Du willst knutschen, oder? Ich wollte knutschen, ach so. Mensch. Ach, knutschen ist schwierig, das ist die Vorstufe, das ist gefährlich. Ja, eben, drum. So gut, vielleicht reicht das schon, dann peng. Anfassen wäre schon zu viel. Könnte mir schon einfach nur so über die Lippen lecken, wäre das auch schon zu viel. Ich muss halt dazu sagen, auch wenn Mario Basler einfach normal lächelt und lacht, ich glaube, dass er eine sympathische Seite einfach hat. Ne, so wie hier auch, wenn er so ein bisschen Witze macht, die nicht einfach so
sind. Ne? Deswegen, es ist schade, dass er sich mehr von seiner Negativseite präsentiert her als von seiner positiven. Du wolltest gestern Abend schon auch ein bisschen grapschen, ne? Mit zum Glück bist du dann direkt wieder eingeschlafen. Ich wollte grapschen, ich lieg und du kommst zu mir. Ja, ich hab gelebt. Ja, aber das geht gar nicht. Schon alleine, wenn ich mich umdrehen würde, Löffelchen und meinen Hintern schon in die Richtung würde, wär schon Vollalarm. Und da musste ich so lachen und da grinst er auch. Und Patrick musste auch so lachen, weil es halt einfach so ist. So sind die meisten Männer halt einfach. Ne? Da ist ein schmaler Grad. Ich hab die Hände gespürt und dann habe ich gleich das Schnarchen in meinem Ohr gehört. Also jetzt wird es langsam wirklich schön, wenn man lustig da. Ja, das fand ich ganz witzig eigentlich. So, und dann kommt ein neues Pärchen. Sie ziehen ein, die kennen wir als Influencer. Achtung. Weil es gibt mittlerweile so zwei Grüppchen und dementsprechend freuen wir uns, wenn neue Freunde jetzt kommen, mit denen wir uns unterhalten können. Also hier sind die Außenseiter jetzt eigentlich theoretisch. Hier der erste Außenseiterraum, dann der zweite Außenseiter. Erik macht das halt auch so cringe, ne? Ja, als wenn man dann, das ist ja schon negativ behaftet. Also wir sind die Außenseiter. Dann denkt man sich ja, also der Gegenüber denkt ja dann schon, okay, dann ist ja bestimmt irgendwas dran, was negativ ist, dann müssen wir auch vorsichtig sein. Einfach mal die Klappe halten, einfach wie wär's, ne? Er macht das halt echt nicht geschickt. Und das ist halt Erik sein Manko. Egal bei was, ne? Oh, okay, läuft. Ich muss sagen, Erik ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Ne? Also seine Freundin aber nicht. Nee, seine Freundin nicht, aber er fängt schon zu viel. Der macht schon so, ja, hier sind neue Freunde hier drin und ist so ein bisschen sehr auftritt. Also kam mir jetzt persönlich rüber. Ich kann ihn noch nicht so einschätzen. Ich kann es auch noch nicht einschätzen. So wie der drauf ist, aber für mich war das ein bisschen too much. Komm, gehen wir mal raus. Oh, wollen wir mal raus? Ich muss echt, also, das ist ja echt krass. Ich habe auch gedacht, ich wollte auch wissen, woher man ihn kennt, aber. Marco. Ja, ihr? Marco, bist du Sänger? Nee. Sänger? Nee. Wir waren bei Bachelor in Paradise zusammen. Darf ich mir mal eine Kippe klauen? Natürlich, dafür sind sie da. Ja, Mario war es halt direkt. Oh, das sind meine neuen Freunde. Wir versuchen einfach jedes Spiel zu gewinnen. Wir können uns ja nur noch safen, um hier zu bleiben. Ja. So, ich schmink mich mal kurz ein bisschen. Oder? Ja. Wir hören wahrscheinlich nicht so, wie es war. Wir haben gesagt, wir sagen nichts. Habt ihr da irgendeine Kofferordnung oder so? Wo wäre was oder wo Platz ist einfach hin? Einmal irgendwo hin. Ich möchte jemanden nicht beeinflussen. Das müssen die selber entscheiden. Ich schätze die aber so intelligent ein, dass die schon merken, wie die Gruppendynamik ist. Die merken wir alle. Und wer schläft jetzt wo eigentlich? Also wir schlafen einmal hier. Ja. Cosimo und Natalie schlafen hier. Ja. Und ihr habt eigentlich das größte Bett, ja. Okay, das cool. Das ist eigentlich das beste Bett. Geil. Ja, weil es am breitesten ist, ne? Okay. Ja, Gott, ey. Ey, was geht ab? Also das ist ja richtig Holz hier. Am Atem liegen. Alter, und da mit diesem Wasserstar. Marder oder was ist das hier? Ja, oder? Ja. Alter, das ist voll komisch zum Schlafen. Ja, finde ich auch cringe. Oder? Ja, guck mal da, dieser Marder. Häng ihm einfach einen Schlüpper über ist oder so. Ist so, ich mach das weg. Einfach so. Und euer erster Eindruck? Gut? Gut. Ja. Doch, auf jeden Fall. Aber schön neue Freunde zu begrüßen. Erik macht das so offensichtlich und so unangenehm. Naja, geht so. Aber jetzt ruft erstmal die Spielpflicht. Genau, das ganze Spiel ist sehr interesting, wo die einpacken müssen. Erinnert ihr euch noch an letzte Staffel? Da mussten die wieder blind gegenseitig einpacken. Würde ich euch sehr empfehlen anzugucken auf RTL Plus, denn da geht der Bauer Patrick ganz unterirdisch mit seiner holden Maid um, bringt sie zum Heulen, zum Lachen, zum Streiten, was ich ganz schlimm finde. Guckt es euch wirklich an. Das überspringen wir jetzt einfach und kommen zum nächsten Part. Und wie dann der Bauer Patrick mit seiner Frau umgeht, das sehen wir jetzt. Wieder besser für die Motivation und fürs Ego. Wir haben so einen geilen Vibe gerade. Also selbst wenn wir es heute nicht schaffen, schaffen wir es morgen. Das war echt eine Farce, Schatz. Nichts an. Ihr gebt ihr für alles die Schuld, für alles. Dass er sie aber nicht von vornherein komplett unsicher und erniedrigt hat, damit sie gar nicht mehr ihre Leistung abrufen kann, das lässt er außer Acht. Ja. Katastrophe. Katastrophe, Alter. Ist echt der Hunger vergangen, Alter. Habt ihr euch noch lieb nach der Challenge? Ja. Nee. Nee. Ohne Witz. Das ist für mich. Du bleibst cool jetzt. Das ist für mich eine Blöde. Ja. Das sagt der Sascha wieder mal, Gott sei Dank, was. Du bleibst cool jetzt. Ja, endlich. Weil der. Also, Freunde. Sowas f ich einfach, ne? Tja, lässt sich leider nicht mehr ändern. Bliebe noch abhaken, wenn man möchte. Aber nicht er.
Katastrophe. Was denkst du, wie es uns ging, ne? Komm mit, Junge. Ich weiß, ich weiß. Katastrophe. Wir dachten, weil ihr Zakto fahren. Ja, du, der hat sich auch jetzt mega beschwert. Der hat sich jetzt auch mega beschwert, ey. Dann sind wir nicht die Einzigen, die natürlich uns blamiert haben. Alter. Ganz ehrlich, teilweise habe ich blind, habe ich das Ding dann durch noch. Ja, ich auch. Weil sie nicht mehr weiter wussten. Einmal habe ich dann, wollte ich so blind einparken, das hat fast geklappt, ne? Und dann war aber vorne die Ecke, ne, aber komm, wir essen. Und das geht noch weiter, es wird noch schlimmer. Nee, Freunde, Achtung. Ich fahre, jeden Tag fahre ich rückwärts, okay? Ob mit 10 ja, Tonnen Schatz, oder nur mit 2. Okay, ich habe es jetzt kapiert, ich habe es verkackt, ist es jetzt in Ordnung? Nein, ist es nicht. Nein. Diese Bauerschleife lässt sich nicht so leicht stoppen. Mhm. Ich sag jetzt mal eins, das Problem war sicher nicht ich, okay? Ich kann nichts dafür, okay? Boah, das ist so unangenehm. Ich finde das so schrecklich. Ich finde das so erbärmlich auch, dieses Verhalten. Achtung. Warum kannst du nichts dafür? Ich weiß nicht, wie kommst du denn auf die Idee, bei der ersten Kurve links zu fahren? Wie? Weil du sie so bedrängt hast und so unsicher gemacht hast, dass sie gar nicht bedenken konnte, weil sie Angst hat, irgendwas falsch zu machen.